Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und zur hoffentlich letzten Adept Challenge Aufnahme. Wir sind alle gemeinsam gestartet. Haben wir einen Mori dabei? Ich habe nicht aufgepasst. Ich hoffe nicht. So, Adept Challenge. Wir kennen das Spiel. Legion? Trappy? Legion. Mist. Aber gut, ihr kommt nicht zu mir. Gut. Cheryls Talente möchte ich euch doch noch erklären. Wir gehen mal raus dort aus dem Kriegsgebiet. Ist mir alles ein bisschen zu gefährlich. Aus dem Schrank gezogen. Ja, moin. Da steht ein Totem in der Ecke. Also. Cheryl hat dabei Seelenwächter. Wenn ich geheilt wurde... Ist das dein verkackter Ernst? Die dort hinten macht auch nichts. Wow. Gut, ich erkläre die Talente nicht. Ich spiele die Runde mal zu Ende, aber das können wir noch mal machen. Die Obsession steht dort einfach rum. Hier ist eine Sackgasse. Holy shit. Nein, jetzt bin ich gleich tot, weil ich glaube nicht, dass ich gerettet werde. Ja. Wisst ihr was? Ich lass mich mal sterben. Ich bin ein Anti-Mate, ich weiß. Aber ich möchte euch noch eine ordentliche Runde zeigen. Weil das ist so, das hat mir halt absolut gar nicht gefallen. Deshalb, ja. Falls wir jetzt noch gerettet werden, dann werden wir noch gerettet, aber... Okay. Mist. Gut, ich weiß nicht, warum die Klödi hier die Palette geworfen hat. Es erschließt sich mir wirklich nicht. Die Frage ist, soll ich euch jetzt doch die Talente von ihr erklären? Aber wir kommen hier maximal durch die Luke raus. Okay, passt auf. Seelenwächter. Wenn ich geheilt werde, habe ich den Status-Effekt Kondition auf mir. Kann also noch einen Schlag einstecken. Und wenn ein Fluch auf uns oder mich wirkt, dann kann ich sogar ganz allein vom Boden aufstehen. Wir haben Blutpack, das ist das, was wir sehen. Wir sehen die Obsession, wenn sie verletzt ist, und sie sieht auch uns. Und wenn wir uns dann gegenseitig heilen, haben wir beide den Statuseffekt Eile für ein paar Sekunden. Nee, nicht für ein paar Sekunden. So lange, bis wir uns nicht weiter als eine bestimmte Entfernung voneinander entfernen. So. Und das dritte Talent von Cheryl ist verdrängtes Bündnis. Das ist das, was ihr seht, wenn ich am Generator sitze. Ich kann einen Generator
blockieren. Das heißt, der Killer kann halt nicht dagegen treten. Allerdings können auch meine Mates nicht weiter an dem Gen arbeiten. Wieso kommt der denn immer aus der Richtung, wo ich nicht hinguck? Wie riecht er das? Er muss das riechen. Ich werd's... Ah, hier ist keine Palette. Ich bin so doof. Die Palette ist auf der anderen Seite. Wenn es hier eine Palette gibt. Ich bin tot. Ja gut. Ich habe die Talente erklärt. Wir hängen aber direkt noch eine Runde dran. Versprochen. Also. Bis gleich. Bis sofort. Wow, gleiche Map. Also zumindest Springwood. Bitte lasst mich mehr Chance. Entschuldigung, mehr Chancen haben jetzt. Und Boba. Also die Adept-Challenge mit Cheryl ist doch echt verflucht. Gut, Talente hatte ich schon erklärt in der ersten Runde. Warum winkt der Camp Uber? Anscheinend nicht. War das... Das ist immer dieses mit dem Winken. Hat er jetzt gewunken, um zu zeigen, es kommt jemand? Bin nicht mehr zur Palette gekommen. Kate, er wird mich halt auch nicht aufheben, wenn er weiß, dass du hier bist. Sie wird wohl versuchen wollen, die Palette zu ziehen. Außerdem hätte ich... Eine Millisekunde später hätte ich selber aufstehen können mit meinem Talent. Weil wir sind ja verflucht. Warum? Ich habe das Gefühl, ich bin ultra langsam. Meine Glyphe! Oh, nein. Meine Glyphe war dort hinten, Boba. Warum blutet die Glyphe? Oh nee, das ist mein Blut. Okay. Ich habe es ein bisschen vermasselt. Die haben mich dort gerettet. Aber ich wusste nicht, dass er doch hinter mir ist, weil irgendwie war der Terrorradius dann plötzlich weg und... Ich hätte fast selber aufstehen können. Hallo, Glyphe. Hilf mir. Ich gehe davon aus, dass das Ruine ist, oder? Ich
Hihi. Kate hat geliehene Zeit dabei. Ist gut zu wissen. Ich guck mal kurz hier in der Garage, ob hier Ruin ist. Hier ist der Generator. Oh, es ist nicht der in dem Zimmer. Der Einzelgen. Wäre cool gewesen, wenn Kate hochgekommen wäre. So, unser Generator blockieren ist bereit. Macht aber, wie gesagt, bei Ruinen wenig Sinn. Weil der Generator dann einfach zurückgeht und nicht mal meine Mates können ihn aufhalten. Mit dem Generator blockieren macht halt mehr Sinn, wenn du kurz davor bist, den Generator anzumachen und der Killer kommt, damit er ihn nicht treten kann. Kate wird retten gehen, oder? Ich habe halt keine geliehene Zeit, aber... Oba ist auf jeden Fall weggegangen. Und so ein Assi, ich weiß. War leid näher. Oh nein. Das ist, weil ich einfach weggegangen bin. Aber... Hat sie einen Strike? Nein, hat sie nicht. Ich fühle mich ja schon schlecht. Aber andererseits, ich möchte halt die Adept-Challenge schaffen. Sinne, wer ist da? Ach, da. Ich hatte kurz Angst, dass er zu mir kommt. Zumindest kriegen wir schon mal mehr Generatoren fertig als in der Runde eben. In der Runde eben habe ich auch aufgegeben. I know. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sowas überhaupt auf YouTube zeigen soll. Aber ich hoffe, ihr könnt es irgendwie nachfühlen, dass ich diese Challenge fertig bekommen möchte. Sind unten im Keller. Bei meinem Glück, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe, kommt Boba.
okay. Noch ein Generator. Die Palette hier unten scheint weg zu sein. Oh boy. Möchte bitte raus. Oh nein, er hat dieses dumme Ding mit. Muss mich verstecken. Er hat das Talent von Trickster dabei. Oh. Kate, komm her, wenn du es schaffst. Oh Gott, ich kann nicht tanken. Wir haben es geschafft. Die letzte Adept-Challenge ist durch. Oh, als ich gesehen habe, dass wir gegen den Bubba spielen, habe ich es eigentlich schon aufgegeben. Und ich habe näher auf dem Gewissen und es tut mir so leid. Ich habe kaum Punkte gemacht hier und ich habe 12.000 Punkte. Das ist halt nichts. Ja, kein Ausweg heißt das. Dass die Ausgänge blockieren. Barbecue ist eigentlich klar bei Bubba. Ruinen wussten wir und Korrupte. Haben wir am Anfang, glaube ich, auch gesehen, oder? Irre ich mich. Kate hat richtig gut gespielt. Kate hat am Ende Bubba richtig lange hingehalten. Also Kate, richtig gut. Muss ich echt sagen. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig mit den Adept Challenges. Wenn ihr weitere Challenge-Ideen habt. Wir sammeln das nochmal unter diesem Video. Also Challenge-Ideen unten bitte in die Kommentare und dann schauen wir mal, was ich davon umsetzen kann und werde auf YouTube. Das heißt, die nächsten Folgen werden aber erstmal einfach Random Survivor und Killer gespielt, bis wir eventuell eine neue Challenge haben. Ja. Und wenn die neuen Survivor kommen und ich diese besitzen werde, je nachdem, mal gucken. Aber ich werde jetzt versuchen, dass mit jedem neuen Survivor, der denn da kommt, dass ich direkt auch eine Adept-Challenge mache. Dass wir da bei 100% adaptierten Survivern bleiben. Ich weiß nicht, wie ich diese Adept-Challenge auf Deutsch bezeichnen soll. So, bevor uns aber die Server jetzt hier gleich rausschmeißen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gern in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.